Unbedingt. Ich würde sagen, ich habe das Glück, dass meine Frau auch Kunst interessiert ist, Kunst studiert hat. Wir machen sehr viele Reisen und es sind immer Kulturreisen und natürlich ist Kunst und Museen und Architektur im Mittelpunkt. Und naja, wenn ich denke, wie ich das erste Mal in Bilbao war, im Frengeri erlebt habe, in Natura, sozusagen seine Architektur und spätere Bauwerke auch noch von ihm, dann war das schon unglaublich faszinierend. Wo ich mir schwer tue, ist zum Beispiel bei den Museen mit klassischer Kunst, weil wenn ich denke an den Prado, also es ist eine Zug, also ich schaffe es nicht. Nach, ich weiß nicht, 10 Räumen ist es mir, und wenn auch die großartigsten Velázquez dort hängen oder Grecos, ist irgendwann mal müdig, allein schon vom Stehen. Und auch so, also es ist immer, ich suche primär, oder wir beide, das Zeitgenössische. Und das ist natürlich sehr spannend. Also ich sage jetzt mal etwas, was ja nicht vergessen wäre. 1972, also wir sind regelmäßig zur Documenta gefahren. Biennale Venedig natürlich auch. Aber unvergesslich bleibt mir die Documenta 72. Da war erstmals der Hyperrealismus hier. Und bin da durchmarschiert und da war eine Skulptur von Duane Hansen oder von John D'Andrea oder Kienholz. Und wenn ich da, das war der Maler von Hansen, der über seinem Stuhl lehnt und immer, die muss er jetzt antippen, weil der muss sich jetzt mal bewegen. Das kann ja nicht sein. Also man ist so hingegangen und man glaubte, der lebt nicht. Oder dann im Walter-Frichards-Museum war auch wiederum eine von Duane Hansen, Frau mit Einkaufswagen, zwischen den vielen Besuchern. Und man dachte, ja, das gibt es nicht. Also das hat mich wirklich fasziniert. Ja, und vieles andere. Wobei aber ich sagen möchte, dass in den letzten Jahren mich sehr oft noch viel mehr die Museumsarchitektur fasziniert hat. Und Bilbao ist für mich ein Beispiel, auch die Museumsarchitektur ihre Funktion weitgehend erfüllt, was man nicht von allen Museen sagen kann, glaube ich. Viele oder einige scheinen mir als eine Selbstdarstellung des Architekten zu sein, die nicht immer auf die Bedürfnisse von Ausstellungsgestaltern oder vielleicht nicht immer gut geeignet sind, Tafelbilder zu hängen. Ja, oder immer wieder natürlich die Biennale, allein das Biennale, die Giardini, das Gelände oder die verschiedenen Orte, aber auch natürlich immer, oder zuletzt, was mich sehr beeindruckt hat, weil wir gerade von Frank gesprochen haben, ich war vor einem Jahr zuletzt also in Paris und da war das quasi fast schon fertig gebaut, das neue Museum von Louis Vuitton am Rande des Bois de Boulogne. Also außen war es fertig, ich habe dort Fotos gemacht, da drinnen, nein, es ist erst dann ein halbes Jahr später eröffnet worden. Also das hat mich schon immer wieder fasziniert. Und ja, oder natürlich Klassiker wie das Guggenheim Museum, es gibt vieles, nicht? Und die Kunst schon auch. Natürlich, auch wenn man vom Hyperrealismus spricht, wenn man dann diese Riesenformate in Natur sieht, ist das schon natürlich faszinierend. Aber ich würde ein Gegenbeispiel nehmen, als Enttäuschung. Die Mona Lisa. Also, wenn man es kann, wenn man hinkommt, dann stehen 10 Leute vor einem, vielleicht heute noch mehr. Man hat dann Abstand, Respektabstand von, ich weiß nicht, heute 10 Meter. Ich habe es noch, damals war, wie ich es gesehen habe, noch nicht so extrem. Und es sieht in so einem dicken Glas. Also da denke ich mir, bei einer guten Reproduktion, bei der heutigen Drucktechnik, sehe ich viel mehr als dort beim Original. Und das ist dieser, also ich glaube an die Aura des Originals. Auch bei der Fotografie, vor allem beim Gelatin-Silberabzug. Aber das wäre für mich ein Gegenbeispiel, nicht? Weil es einfach die Distanz viel größer ist, als wenn ich vor mir einen guten Druck habe. Oh ja, ich würde sagen, die ersten 80er Jahren. Das erste war, dass ich mit anderen Kollegen Fotografien getauscht habe. Dann begann es so, dass ich für einige damals österreichische Künstler, Maler etwas reproduziert oder fotografiert habe und dann habe ich als Honorar eine Arbeit bekommen, zum Beispiel, als Beispiel sehr genannt, ein Erwin Bochatsch aus der Frühzeit, aus den 80er Jahren. Und
eigentlich dann, würde ich sagen, mit dem Einzug hier in dieses Haus in Andritz und dem Zubau, das war im Jahre 2000, da habe ich plötzlich eine gewisse Quadratmeter von leeren Wänden gehabt. Und dann hat sich auch ergeben, naja, bezüglich einer Galerie und so. Und dann habe ich eigentlich begonnen, Kunst zu kaufen. Und naja, darunter sind Man Rays, Arbeiten, Objekte, ein Objekt. Es sind einige österreichische Künstler. Es ist viel auch, ich sammle auch afrikanische Kunst und zum Teil asiatische. Und mir scheint diese Spannung, die sich ergibt von zeitgenössischer Kunst zu diesem Ethnokunst oder Stammeskunst sehr interessant. Leider ist es mittlerweile so, dass ich, wenn ich was kaufe, ich kaufe nur mehr selten was, weil ich keinen Platz mehr habe zum Hängen. Das letzte, was ich gekauft habe, war ein Picasso, aber natürlich eine Druckgrafik. Und ich tue mir schwer, etwas abzuhängen, beziehungsweise es tut mir leid, wenn ich eine Sache kaufe. Also ich habe, vielleicht muss ich sagen, ich kaufe prinzipiell nur Spekulation. Mir ist es völlig wurscht, ob das in 10 Jahren was wert ist oder weniger oder mehr. Sondern ich kaufe es, weil es mich anspricht, weil ich dazu einen Bezug habe. Ob das ein berühmter Name ist oder kein weniger berühmter, es war immer der subjektive Aspekt für mich wichtig. Aber ich tue mir schwer, jetzt wenn ich eine Arbeit kaufe, die mir gefällt, die ich mir anschauen möchte, und sie dann in die Schublade zu tun. Und jetzt habe ich einen Zweitwohnsitz in Piran, der ist voll zugepflastert mit Kunst. Also dort habe ich vorwiegend auch slowenische Künstler, Music, um einen zu nennen. Und ja, also für mich ist es wichtig, mit Kunst zu leben. Und für mich, ich habe schon erwähnt, früher war Fotografie auch und damals die Zeit. Also ich habe in den 70ern in Graz sehr viel malerisch kennengelernt, Architekten, und das hat mir auch diese Welt eröffnet. Und dann natürlich die vielen Kunstreisen und Bekanntschaften auch. Und ja, es ist für mich schon sehr wichtig, die Arbeiten auch zu sehen, vor mir zu haben und ein Teil der Wohnung das zu sein. Aber vielleicht noch, um weiter zu sagen, ich sammle auch, ja, aber sammle ich nur kleine Dinge. Ich sammle Uhren. Mechanische Uhren, die ich natürlich auch trage, aber das hat auch irgendwie jetzt, damit habe ich aufgehört, weil ich, es reicht, sagen wir mal so. Messer, die sind sehr klein und, also natürlich, also nur Klappmesser, sage ich mal, nicht so große, die man auch wirklich gut mitnehmen kann. Und da interessieren mich die Materialien, das Design, die Schäfte, die Verzierungen und so weiter. Also, zum Teil handgeschmiedete, aber das Eigentliche, das Erste, was ich begonnen habe zu sammeln, waren Fotoapparate. Und das habe ich in den 70ern begonnen, wo eigentlich die, nehmen wir jetzt an, Leicas, und davon habe ich einige, die damals noch sehr teuer waren, die Vorkriegs-Leicas oder die aktuellen Leicas. Also das geht von einer japanischen Kirschholzkamera aus, also die 1318, also im großen Aufnahmeformat, bis zur Minox, wenn man das jetzt das Kleinste nimmt. Und jetzt erst vor, es ist nämlich der Zufall, ich habe all diese Geräte in meinem Arbeitszimmer irgendwo, ich habe keinen richtigen Platz gehabt. Und jetzt, vor 2 Wochen, habe ich den richtigen Vitrinenschrank bekommen. Und jetzt habe ich die praktisch alle auf einmal im Anblick, fast alle, also gehe nicht rein alle, aber fast alle, und wobei man mittlerweile sagen muss, ich habe immer Angst, ich habe die meisten Kameras auch im Tresor gehabt, die wertvolleren. Mittlerweile bin ich ein bisschen entspannter diesbezüglich, weil ja die Preise für diese mechanischen Kameras, also Leicas, was auch immer, das sind Contax, Zeiss, was weiß ich, andere, so gefallen sind. Und dass wenn jemand einbrechen würde, würde er sicher nicht eine mechanische Kamera mitnehmen, sondern was anderes. Also bin ich jetzt auch entspannter und habe sie offen im Kasten, während sie früher eben im Safe eingesperrt waren. Ich würde sagen, ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich selbst habe keine Kinder, also was mit meinem Nachlass passiert, darüber habe ich mir jetzt eigentlich noch nicht so Gedanken gemacht, aber auf jeden Fall wird es nicht so, wie es bisher war, dass ich von meinem Großen, dass mein Vater was geerbt hat, oder ich was weiter gewisse Sachen geerbt habe, das wird es nicht geben.
also nicht zumindest in direkter Linie. Und ich denke, dass es schon, wenn man es jetzt national sieht, ist, dass es vielleicht doch wichtig ist, dass man in gewissen Sammlungen vertreten ist. Wenn das Arbeiten sind, die einen Bezug haben zu der Zeit, zur Kultur. Und ich glaube, ja, das ist schon bedeutungsvoll. Natürlich noch mehr, wenn sie dann hier und da auch gezeigt werden. Aber andererseits, vielleicht sollte ich generell das mal sagen, ich war nie hauptberuflich als Künstler tätig, was Vor- und Nachteile hat. Ich habe 27 Jahre lang Fotografie unterrichtet an einer Kunstschule und auf einer Hochschule, einige Jahre zumindest, und habe davon ganz gut gelebt. Also war nie die Herausforderung da, jetzt meine Alben verkaufen zu müssen. Das heißt, ich habe eine Freiheit gehabt in meinen Arbeiten, in meinen Stilen, in meinen Themen und musste mich nicht anbiedern oder irgendwie mich darum bemühen. Andererseits natürlich, wäre es anders gewesen, hätte ich von der Kunst leben müssen, dann wäre ich natürlich gezwungen gewesen, mehr zu schauen, dass mehr vielleicht angekauft wird, gesammelt wird, und dann wäre ich auch in mehreren Sammlungen vertreten. Mittlerweile also bin ich in einigen europäischen Sammlungen vertreten und in einigen in Österreich. Mir war nie, sagen wir mal so, ich habe während der 6 Jahre, wo ich studiert habe, wo ich mein Lebensunterhalt selbst finanzieren musste, habe ich auch von der Fotografie gelebt, auch von Jobs und von der Kunst. Also da war ich sehr bemüht, sowas zu verkaufen, Aufträge zu bekommen und so weiter. Und damals war ich, sagen wir, relativ erfolgreich, weil ich mich darum bemüht habe. Grundsätzlich aber war mir diese Energie, die ich hatte, und die Zeit neben dem Unterrichtsjob, und ich vielleicht sollte auch erwähnen, dass ich 13 Jahre Obmann eines Kulturvereins war, nämlich des Artikel 7 Kulturvereins und das Babelhaus aufgebaut habe. Jetzt bin ich nur mal Obmann-Stellvertreter, sage ich mal, was für mich eine große Entlastung ist. Und also ich habe eigentlich 2 Jobs gehabt. Fulltime-Job als Lehrer und dann noch diesen ehrenhalber als Obmann mit doch zeitlichen vielen Verpflichtungen. Und die Zeit, die mir blieb, habe ich immer für die Produktion verwendet. Ich habe also sehr viele Arbeiten gemacht in diesen 50 Jahren, sind grob geschätzt 50 Serien, Portfolios oder was auch immer, wie man das bezeichnen mag, Projekte entstanden. Und ich habe nie die Zeit gehabt, jetzt das zu vermarkten. Jetzt, wo ich seit 8 Jahren, sind es glaube ich, jetzt in sozusagen nur mehr freischaffend tätig bin, ich bin also 5 Jahre früher ausgestiegen aus dem Lehrberuf. In diesen 8 Jahren habe ich sehr, sehr viel vollendet, Bücher, Kataloge, Ausstellungen, Portfolios, und jetzt könnte ich mehr Zeit auch haben, vielleicht mich da ein bisschen zu kümmern. Ich habe mittlerweile einen Galeristen in Graz, ich habe einen in Ljubljana, die machen auch einiges dafür, dass etwas gezeigt wird, ausgestellt wird, verkauft wird. Vielleicht sollte ich sagen, das Land hat heuer einen größeren Ankauf gemacht, ein ganzes Portfolio mit 40 Bildern. Und ich glaube schon, dass, aber es ist natürlich in heutiger Zeit, vielleicht sollte ich so sagen, meine Art Fotografie war nie eine, die im Mainstream war, die in der Tendenz war, die gerade aktuell ist. Ich arbeite immer noch analog, das hat sich nie geändert in all den 50 Jahren, und das sind jetzt 50 Jahre, wo ich aktiv arbeite. Also ich mache noch immer meine Gelatin-Silberabzüge, Baryt und alles archivfest, und Farbe habe ich 4 Serien gemacht in den 80er Jahren, das war's. Digital eigentlich nur, um es dann zu drucken, oder jedenfalls arbeite ich nicht digital von der Aufnahme her. Das bedarf auch sehr viel Zeit und handwerklicher Tätigkeit. Und es ist also, wie gesagt, noch immer so, dass ich mich freue, wenn jemand was ankauft oder wenn etwas ausgestellt wird. Aber es war nie, der Ehrgeiz ist mit dem Alter noch geringer geworden, und mir ist eigentlich das persönliche Glück und die Zufriedenheit, und die habe ich gefunden im privaten Bereich, und meine Lebensumstände, ich glaube,
einen wunderbaren Garten hier und das Haus und hat einen Zweitwohnsitz und weiß er viel. Das ist mir in der Summe viel wichtiger als eine lange Liste von Museen oder eine lange Ausstellungsliste.